Was kann man da so reinsetzen? Unter eurer das passt da nicht rein. Diesem Land Frieden. Muss es aber auch gar nicht. Wir brauchen da einen Brunnen. Und ein Lagerhaus. Dazu kommt dann hier noch so eine Bauhütte. Dann können wir schauen. Vielleicht bauen wir die Stadt wieder auf. Ein bisschen was Schönes schaffen. Nachdem wir dieses Häufchen Elend da so haben. Hiermit kann man vielleicht sogar was Schönes machen. Wer weiß. Ich jedenfalls nicht. Ich finde dieses Straßensystem irgendwie weniger intuitiv als bei Siedler 6. Und dann sieht er sechs von Straßen mehr oder weniger nahezu nutzlos. Weil man sie nicht brauchte, nicht unbedingt brauchte zumindest. So, ist das Gebiet verstärkt? Ja, das Gebiet ist verstärkt. Na, bringt ihn mal rüber. Repariert alles. Auf die Straßenverbindung. Festungen werden ausgebessert. Unter anderem deswegen. Die Straßen sind absolut kontraintuitiv gebaut. Euch nützlich, Straßen. Was machst du da, Straße? Ah, Wertlosigkeit. Und dann können wir schon was mit dem Rest da machen. Irgendwas Schönes bestimmt. Da wird uns was einfallen. So, die Wildbestände dürfen sich hier erstmal erholen. Und damit meine ich, die dürfen sich nicht erholen, wir bauen eine Forsthütte hin. So, mit zwei Keulen. Wer jetzt sein Produktionszentrum auch dahin? Der hier nach hier hin. Und ein Metzger nach. Jetzt beginnt schon dieser Spaß hier. Nach hier hin. Und drei Metzger. Ich weiß nicht, was hier hinkommen will, aber irgendwas wird es schon werden. Und ein Lagerhaus. Warum diese komische Kurve? Wo ist der Bedarf dafür? Ja, was soll's. Können wir schon was damit anfangen? Ist der Boden hier fruchtbar? Nein, der ist voll von Eimer. Wir haben hier allerdings wieder Zugriff auf Eisen. Ziehen wir jetzt mal eine Lagerhauskette hier lang. So, ihr seid alle angekommen. Ihr fühlt euch wohl. Gut, viel Spaß. Außerdem gibt es hier noch mehr Keulen. Keulen sind wichtig. Da ist noch ein Platz. Da ist noch ein Platz.
Dort. Dort. Und hier kommt ein Ausbau hin. Und hier hin. Und dorthin. Und natürlich Lagerhäuser. Nein, nicht Lagerhäuser, sondern Berghütten. Zuerst geht's um die Kohlen. Nein! Das war falsch. Geh da weg. Ach übrigens, ist er durchgebrochen, nicht wahr? Ja, schickt die Reiter hinterher. Oh, da fließen die Kohlen einfach nur. Ah, die Reiter wurden nicht mehr benötigt. So mörderisch waren unsere Truppen unterwegs. So, wie viel Stein haben wir überhaupt noch? Genug! Ich würde sagen, wir haben genug Stein. Ihr erschließt neues Schach und Land, Mats. Mein Freund. Großartig. Ihr habt es geschafft. Die Marodeure sind fort und König Konto ist besiegt. Euch verdanken wir, dass die große Mauer wieder sicher ist. Es freut mich, jemand von eurer Qualität auf unserer Seite zu wissen. Das heißt, meiner Wertschätzung schicke ich euch ein paar Güter, die euch nützlich sein könnten. Okay. Ein paar. Glückwunsch, eure Taten haben euer Prestige gemerkt. Macht nur weiter so. Wie von mir aus? Immer über Bücher, ja. Die Großmauer ist da sicher, aber was das vergessene Königreich anbelangt, so dürfen wir nichts riskieren. Bitte hinterlasst in den beiden befreiten Städten eine Besatzung. Nur dann kann ich es wagen, die Tore der großen Mauer zu öffnen und euch freien Zugang zum vergessenen Königreich zu gewähren. Natürlich. Na, gib mal Bücher her. Die Kleidung wäre früher ganz nützlich gewesen. Egal, dann gib mal ein bisschen Kleidung, ein bisschen Waffen her. Und das wird erforscht. Gebäudeausbau fertig. In beiden eine Besatzung, sagst du? In der nördlichen und der südlichen Stadt. Gut, können wir eigentlich noch den letzten General anwerben, der noch existiert? Nein, wir haben keine freien Stellen. War alles belegt, das ist gut, dass der Geschalte von uns leider keine Option. Moment mal. Haben wir den Heißsporn oder den Besonnenen? Wir haben Bruno den Besonnenen. Hugo der Heißsporn wahrscheinlich, der uns geklaut wurde. Mehr Platz können wir uns nicht schaffen, oder? Wobei die Kaserne steht noch nicht. Vielleicht dann. Wir waren hier stehen geblieben. Und ja, bringen wir es weiter. Bringen wir die Armee hier rüber. Er und er bewegen ihre Armeen nach hier wieder. Wobei hier, du bleibst hier stehen. Und du kommst mit hier runter. Mit deiner Kanonenhorde. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. So, die ist fertig. Belohnung haben wir jetzt alle. Diese Hauptstraßen, die hier rumstehen, stören mich. Dass wir die nicht verschieben können, macht mich ein bisschen fertig. So. Kohlen. Na dann so. Und das Eisen wollen wir natürlich auch haben. So wie es sich Ihr macht mich traurig. Gehört. So wie es sich gehört war, was ich sagen wollte. Ihr habt eine Quest erfüllt. Wo gehandelt? Die Küste sind sicher. Welche Küste? Und eure Soldaten halten Wache. Ich schätze, dass die Tore des Blenkens öffnen kann. Willkommen im vergessenen Königreich. Na, wenn ihr meint. Eure Taten haben euer Prestige gemerkt. Oh nein.
Euch erwarten wilde und erforschte Landstriche. Vielleicht findet ihr Hoffnung und ein Heim für das entwurzelte Volk von Tandrin. Stellt eure Rechenschaft unter Beweis und legt den Grundstein für ein unabhängiges Rebellenkönigreich. Ein Königreich zu gründen ist doch schön und gut, aber wenn wir keine Daru-Statue reinstellen können, was ist es denn wert? Im Norden findet ihr ein Reich von Wilden, das von grausamen und schwer bewaffneten Kriegern beherrscht wird. Westen der Wilden ist im Land weiterhin sichtbar und bietet den Häuptlingen der Wilden Schutz. Klingt sehr wild. Ihr bündet Platz für eure Bellenkönigreich und müsst daher alle Sektoren mit Gewalt befreien, den Häuptling besiegen und die Festung der Wilden erobern. Alles klar, wir radieren die Ureinwohner wieder aus. Im Osten erstreckt sich eine Halbinsel unter der Herrschaft verstockter Heiden. Ihre heidnischen Rituale feiern sie inmitten eines an der Küste gelegenen Steinkreises. Wollt ihr dieses Land unterwerfen, bleibt es nichts anderes übrig, als die Heiden zu bekehren und den Steinkreis zu weihen. Wir begießen sie alle mit Weihwasser, bis sie verbrennen. Schließlich ist da noch eine verlassene Wildnis im Süden. Unglücklicherweise wurde das dortige Tal durch einen gewaltigen Erddruck blockiert. Ihr müsst eine Felssprung vorbereiten, um den Weg freizumachen. Sobald ihr durchgebrochen seid, solltet ihr euer Geld bereithalten, denn ihr müsst die Einsiedler bestechen, die hier hausen. Sie mögen ein wenig verschroben sein, aber ein Glanz von Goldmünzen lässt sie frohlocken. Warum? Warum können wir nicht mit der Armee einmarschieren und sie alle töten? Warum ist die Kamera hier hinten? Können wir die Besatzung jetzt wieder abziehen? Danke. Die Metzger haben nichts zu fressen. Genau, Metzger wollten wir auf Keulen setzen. Und komm, wisst ihr was? Die setzen wir. Wo ist unser ganzes Nahrungsmittel plötzlich hin? Was ist da kaputt gegangen? So, Hasengeschwindigkeit. Wir waren dabei, ein Ding zu arbeiten. Nein, ich glaube, mehr als 4 generell dürfen wir nicht haben. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ach, wir waren hierbei stehen geblieben, genau. Eine weitere Eisenberghütte da hinsetzen. Und dann kann direkt gegenüber davon eine Eisenschmelze hingesetzt werden. Weil es nicht schaden kann. Genau, euch wollten wir als Geologe einsetzen. Und euch wollten wir erstmal als Geologen einsetzen. Da klemmen wir noch ein Lager aus zwischen. Die bauen wir aus. Was haben wir da? Dieses Gebiet hier hat Kohle und Gold. Es kann nie schaden, noch ein paar Kohlen zur Hand zu haben. Erst die Gebäude, dann die Straßen. Wir wissen ja, wie die Straßen sich hier verhalten in diesem Spiel. Wie freche, verzogene Göhren. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Kohle. 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 Und nur damit ihr definitiv nicht zu tief grabt. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Kohle, Kohle, Kohle. Gebäudeausbau fertiggestellt. Und ein Lager aus. Und hier. Des Weiteren kommt da hinten dann hier zweimal Gold. Komm, spiel mit. Sind wir alle glücklich? Gold, Gold, Gold. Und
Ah. Ja, natürlich stellen sich die Minen wieder ein bisschen an. Damit war zu rechnen. Gold. 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 Karte. Geologe. Damit haben wir das. Alles mit Steinen versehen, weil ich das Gefühl habe, wir können dann Steinbeschuss ein bisschen einsetzen. Hier haben wir auch Steinminen. Warum sollten wir den nicht nutzen? So, euch wollen wir vollkommen ausgebaut wissen. Genauso wie euch. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Habe ich gerade Waffenschussbeschuss irgendwo gehört? Nein, scheinbar nicht. Und das Gebiet ist natürlich sehr verstärkt. Darf ich mal bitte? Danke. Rüber da, rüber da, rüber da. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So. Also, wir wissen, dass in diese Richtung dann hier die Heiden, die Barbaren rum existieren. Die ausradiert werden möchten. Gebäudeausbau. Und wir wissen, dass wir jetzt endlich an den ersten fruchtbaren Boden kommen, der hier überhaupt existiert. Denn dieses Gebiet ist nicht nur, ist auch wirklich unfruchtbar. Vielleicht 3 fruchtbare Quadratmeter auf der ganzen, auf dem ganzen Land. So, ihr existiert hier einfach mal weiter. Oh, sieh an, die haben Nahrungsmittelprobleme. Wer hätte es gedacht? Ja, komm. Verschärft man wieder ein bisschen was. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, da muss freigesprengt werden. Dieses Gebiet kann bekehrt werden. Können wir da wirklich einfach einmarschieren? Also, haben wir das Gebiet nicht angenommen. Ein neuer Sektor ist unter eurer Kontrolle. Wieso dürfen wir nicht einmarschieren? Wieso dürfen wir kein Genozid begehen, die einfach alle wegbeseitigen? Okay, die Bekehrung der Sachen wird nicht so lange dauern. Und nicht so viel benötigen. Also fangen wir damit an. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die haben sich wirklich keine Mühe gegeben, verschiedene Texte zusammenzuschreiben, oder? Es ist immer nur dasselbe, was der Typ immer wieder sagt. Das ist ein bisschen traurig. Gut, wie stark sind die Barbaren? Hinnehmbar. Sind aber auch befestigt und die haben Truppen. Nicht zu wenige. Gut, hier haben wir wieder Zugriff auf das Zeug. Hier haben wir einen Festplatz, aber keine Burg. Aber wir können hier eine schöne Stadt reinsetzen. Theoretisch. Alternativ können wir das ganze Gebiet natürlich einfach nur nutzen, um Nahrungsmittel zu beschaffen. Weil es einfach fruchtbarer Boden ohne Ende ist.
Wenn hier oben kein wirklich fruchtbarer Boden ist und hier noch ein bisschen was, ja. Einfach so. Keine Keulen. Kein Getreide. Da schafft man ein paar Keulen. Gut. Truppen ausheben, genau. Da waren wir stehen geblieben.